Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Shamila, falls du mich noch nicht kennst, kannst du ja gerne auf meine YouTube-Seite hier vorbeischauen und schauen, ob es was für dich ist. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann gerne hier unten abonnieren, denn so viele schauen mir zu, ohne mich zu abonnieren. Und es würde mich echt weiter unterstützen und mir weiterhelfen. Deswegen wäre ich dir mega dankbar, wenn du das kurz hier unten machst. Und dann würde ich auch schon sagen, los geht's mit dem Video. Wie du in diesem Video ja gesehen hast, geht es heute um mein viertes Semester, die Up and Downs während dieses Semesters, was so alles Highlight für mich war, was neu war, was anders war, was schlimm war, was gut war an diesem Corona-Digital-Semester. Und ja, falls es dich interessiert, wie dieses Semester für mich verlaufen ist, was für Tipps und Erfahrungen ich gemacht habe, dann würde ich sagen, bleib dran und los geht's mit dem Video. So Leute, da fangen wir jetzt schon direkt an. Ich hoffe, das Licht ist okay, weil im Oktober das Wetter ist einfach so dunkel, dass ich hier gerade selber nicht mal einschätzen kann, ob das Licht gerade okay ist oder nicht. Dann fangen wir jetzt schon an, über die Uni zu reden. Im vierten Semester habe ich einen Job bekommen an der Uni als Tutorin in Pädagogik. Das muss ich halt eh machen für mein Studium, das ist halt vorgesehen. Und dann hat es sich halt ganz gut angeboten, dass ich mich da beworben habe und das dann jetzt sozusagen verknüpfen kann, weil die Jobanzeige habe ich auch unabhängig von dem verpflichtenden Studienmodul gemacht. Und ich dachte mir so, bevor ich mich jetzt da anmelde, mit allen anderen, die das jetzt wegen dem Modul machen, melde ich mich separat an, weil die eh Tutoren gesucht haben. Und ich muss sagen, der Job gefällt mir echt ganz gut. Er ist ja mit Studierenden, es ist sehr locker, weil man einfach auch halt nicht so eine Autoritätsperson ist, die jetzt in dem Sinne übereinsteht, sondern man arbeitet auf Augenhöhe. Und durch Corona ist es halt nochmal was anderes gewesen als live, weil jetzt sind wir ja mittlerweile im fünften Semester, also wir haben jetzt Ende Oktober und in ein paar Tagen beginnt schon das neue Semester, was einfach mega krass ist, weil ich kann mir, also ich habe es immer noch nicht realisiert, dass ich aber jetzt im fünften Semester bin, aber es geht ja jetzt in diesem Video um das vierte Semester und ja, da will ich jetzt nochmal kurz anfangen, also ich habe jetzt im vierten Semester einen Job an der Uni bekommen. Und ich fand das mega cool, weil man da einfach Beschäftigte an der Uni war. Das war irgendwie so voll cool, wisst ihr, ihr arbeitet an einer Uni, ihr seid Tutorin, ihr, also ihr vergebt halt in dem Sinne keine Noten, aber ihr fühlt euch so wie ein kleiner Prof. ja, und das ist halt mega, mega cool, weil das halt auch ein Kurs war, den ich selber besucht habe und jetzt leite ich einfach diesen Kurs. Und ich muss echt sagen, der Job ist halt mega cool, weil ihr lernt einfach auch selber was für euch hinzu, weil ihr so viele Texte da lesen müsst, also im Bereich Pädagogik, die ich davor selber noch nie in meinem Leben gelesen habe, aber für meinen Kurs muss ich die halt lesen, sowas wie Kant, Adorno etc. Und ich dachte mir so, wow, also schon interessant und hilft auch einem selbst im Leben weiter. Und ja, das verknüpfe ich jetzt auch im fünften Semester, also mein Job geht jetzt ein Jahr lang und danach ist der auch fertig. Und bin schon ganz gespannt, wie dieses Semester ablaufen wird. Allgemein kann ich sagen, also wegen Corona, also es ist halt krass, weil ich sehr, sehr viele Erstis dadurch auch kennengelernt habe. Und die sind halt alle schon etwas überfordert gewesen mit dem digitalen Semester. Es ist ja für uns alle das erste Mal, dass das so ein digitales Semester ist. Und da sieht man halt krass die Unterschiede zwischen einem Viertsemester und einem Erstsemester, weil die Erstis, die lernen sich ja jetzt erst kennen und wenn es so online ist, haben die ja gar nicht so wirklich einen richtigen Bezug zu anderen oder die Möglichkeit, sich so mit anderen so zu connecten, anders als bei uns, als wir dann, keine Ahnung, immer so live uns gesehen haben, zusammen die Mittagspause verbracht haben, zusammen nach Hause gefahren sind, zusammen zur Uni gefahren sind, das alles haben die ja alles gar nicht und deswegen finde ich das mega, mega traurig, dass sozusagen diese Anfangszeit bei denen so anders ist. Und auch durch Corona ist es halt krass, weil ich dachte, dass dieses Online-Semester für mich besser wäre, weil ich mir dachte, ja, da musst du halt weniger früher aufstehen, du hast mehr Zeit als sonst, weil diese ganzen Reisefahrten einfach wegfallen und
Stattdessen vermisse ich aber das Unileben. Also es ist unglaublich, aber wahr. Ich habe das Gefühl, ich bin seit diesem digitalen Corona-Semester unproduktiver wie noch nie zuvor in den ganzen Semestern davor, also im Vergleich. Weil einfach dadurch, dass ihr zu Hause seid, könnt ihr euch nicht auf die Vorlesungen konzentrieren. Also zumindest geht es mir so. Also ich lasse das so laufen, wenn da so ein Live-Seminar ist und chill da nebenbei am Handy oder ich schreibe mit anderen oder mache irgendwas zwischendurch und konzentriere mich nicht wirklich, als wenn ich in der Vorlesung sitzen würde oder wenn ich im Seminarraum sitzen würde. Das ist halt mega, mega frustrierend, weil ich mir denke, ja toll, dann habe ich gegen Ende, kurz vor den Klausuren, doppelt so viel Arbeit, weil ich dann nicht mal das Gesagte im Kopf behalten kann, weil ich ja da auch nicht aufgepasst habe. Und ja, das ist zum Beispiel ein Negativpunkt an diesem Corona-Semester. Andererseits denke ich mir auch, es kommt mir zumindest so vor, dass die Profs alle total übermotiviert sind. Also irgendwie habe ich das Gefühl, man musste dieses Jahr viel, viel mehr Abgaben leisten als sonst. Und dass die Vorlesungen auch vollgepackt sind, mehr als je zuvor. Und ich dachte mir so, hä, live würden wir niemals so viel Stoff durchziehen. Aber keine Ahnung, was da los war. Und das ist halt alles so voll neu und voll anders. Und man denkt sich so, okay, hoffentlich wird es jetzt dieses Jahr besser, aber mal gucken. Ansonsten, ich musste ja Klausuren aus dem dritten Semester nachschreiben. Und das hat nicht so gut geklappt, weil, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte dieses Jahr komplett ein Jahr lang eine Klausurphase. Wirklich, ich hatte bis Oktober Klausuren, bis Mitte Oktober. Und im 1. November fängt ja jetzt die Uni an, normalerweise im Oktober, aber jetzt durch das digitale Semester und alles Mögliche wegen Corona wurde das ja alles verschoben. Ich hatte halt wirklich aus dem letzten Wintersemester noch Klausuren, die jetzt ins Sommersemester rein katapultiert wurden. Also während der Vorlesungszeit hätte ich sie schreiben müssen und ich dachte mir so, nee, das schaffe ich nicht und musste dadurch einfach richtig viele Klausuren schieben, konnte dann auf meine neuen Klausuren mich nicht vorbereiten, weil ich am Anfang noch gedacht habe, okay, doch, Shamila, du kriegst das hin, du kriegst das hin. Und das war halt so eine Kettenreaktion, wo ich mir dachte, boah, am Ende konnte ich mich gefühlt auf nichts vorbereiten und habe so, so viele Klausuren geschoben, dass es schon fast so aussah, als hätte ich 5 Prüfungen verschoben, was extrem schlimm ist, weil man ja dadurch auch seinen Studienverlauf hinauszögert. Und das ist halt echt nicht so cool und ich dachte mir nur so, dieses Semester werde ich alles anders machen, dieses Semester bin ich richtig motiviert, dass ich einfach mehr Zeit in meine Uni investiere, mehr und besser und früher anfange, die Lernzettel zu schreiben, weil letztes Jahr, ich sag euch ehrlich, ich war so auf meine Freunde angewiesen, dass die mir immer helfen, mit mir lernen, dass wir zusammen irgendwie unsere Sachen austauschen und alles Mögliche. Und das ist halt echt krass. Also wenn ihr echt gute Freunde in der Uni habt, dann seid echt dankbar dafür, weil die helfen euch manchmal aus so echt dummen Situationen raus. Also habt ihr auch manchmal in meinen Vlogs gesehen, wo ich jetzt zum Beispiel um Mitternacht irgendwas abgeben musste und es gerade noch so geschafft habe. Und das hätte ich niemals alleine geschafft. Dann habe ich ja in meinen letzten Uni-Videos darüber gesprochen, dass ich ja diese eine Klausur geschrieben habe, wo man zu wenig Zeit hatte und wo man eigentlich eine Hausarbeit schreiben sollte und dann am Ende das gestrichen wurde und man dann schlussendlich eine Klausur darüber schreiben sollte, über die Inhaltsthemen der Hausarbeit, wo ich dachte, boah, die ist so schlecht ausgefallen, oh mein Gott, das war so schlimm und alles, ich weiß nicht mal, ob ich das schaffe, durchkomme oder sonst irgendwas. Ich war mir ja so sicher, dass ich nicht gut bestehen werde. Tatsächlich habe ich gut bestanden. Also das war echt krass. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, wer da mich wie bewertet hat, aber ich glaube, die haben selber eingesehen, dass eine Person, die erstmal so Romane schreibt in den ersten Aufgaben und dann gegen Ende nur noch ein paar Wörter raushaut, das war wirklich so. Ich habe Wort, ein Pfeil, wieder ein Wort, ein Pfeil, wieder ein Wort. So war meine Aufgabenbeantwortung bei den Endaufgaben. Haben die, glaube ich, schon gemerkt, okay, da hat irgendwas mit der Zeit nicht gestimmt. aber ich denke mal, die haben mich jetzt trotz allem so gut bewertet, weil meine Anfangsaufgaben halt bestimmt richtig, richtig gut ausgefallen sind.
Und ja, also als dieses Corona-Semester gestartet hat, muss ich echt sagen, zudem auch, was ein Pluspunkt war, ist ja, dass die meisten Vorlesungen jetzt online hochgeladen werden. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie so eine Live-Vorlesung, sondern meistens sind das so voreingestellte Videos und die könnt ihr euch dann jederzeit angucken, wann ihr möchtet. Und das hat mir ermöglicht, dass ich Kurse gleichzeitig belegen konnte, was ich normalerweise nicht tun könnte. Das war halt richtig gut durch das Online-Semester. Also eine positive Sache. Was ich halt durch das letzte Semester gelernt habe, ist, dass ich keine Klausuren mehr nach hinten verschieben werde. Also keine unnötigen Klausuren mehr als nötig. Und dass ich versuchen werde, alles fristgerecht abzugeben und abzuschreiben. Und zu schreiben. Und weil ich habe jetzt zum Beispiel eine Deutschklausur, die hätte ich jetzt schon seit gefühlt 3 Semestern schon schreiben sollen und habe es immer noch nicht durchgezogen. Und das nervt mich einfach mega, weil das zieht sich ja extrem. Und diese Sachen, die ihr im ersten Semester hattet, die dann jetzt drankommen, das vergisst man ja auch mit Laufe der Zeit. Also desto älter man wird, desto mehr Wissen man bekommt, desto mehr vergisst man ja auch das alte Wissen. Und das ist halt mega nervig. Also wirklich, Leute, schreibt eure Klausuren spätestens bei der zweiten Nachklausur, aber jetzt nicht unbedingt ein Jahr später oder so. Außer ihr könnt halt nicht anders. Dann, was mir dieses Semester echt richtig viel geholfen hat, war die App Study Drive. Falls euch diese App nichts sagt, das ist eine Plattform, so wie AbiUnity, wo man Klausuren, Hausarbeiten, Gedächtnisprotokolle, alles Mögliche zu bestimmten Fächern hochladen und downloaden kann. Also zum Thema Hochladen, wenn ihr da einen Account habt, könnt ihr dadurch sogar Geld verdienen. Da habt ihr so einen Account für euch selber und da wird jedes Mal angezeigt, okay, Person XY hat jetzt ein Dokument von dir runtergeladen, du kriegst 2 Cent. Klingt erstmal nicht so viel, aber da bieten die auch sehr, sehr viele Aktionen an. Sowas wie, lad 3 Leute ein und du kriegst 5 Euro oder dein Startguthaben ist 10 Euro und so. Und das ist halt richtig, richtig cool, weil das ja alles auch kostenlos ist. Und wenn ihr gute Lernzettel habt, ihr könnt sie auch handschriftlich abfotografieren und hochladen. Und es lädt sich jemand die runter, dann hilft ihr anderen und verdient Geld dabei. Finde ich mega cool. Und der Link ist übrigens auch in der Infobox bei mir, falls ihr mehr Interesse daran habt. Weil ihr könnt mich auch dadurch unterstützen, weil ich noch 3 oder 2 Freunde einladen muss, um das Startguthaben für den nächsten Monat zu erreichen. Das Gute an Study Drive ist, es ist passend zu eurer Uni. Also wenn ihr Student seid, könnt ihr direkt eure Uni angeben, euren Studiengang angeben und meistens geben die bei den Lernzetteln auch den Prof an und den Jahrgang und die Klausur und dadurch könnt ihr viel, viel gezielter suchen und lernen, was wirklich zu euch passt. Und zwar am Anfang gar nicht klar im Sommersemester, wie das Wintersemester ablaufen wird. Wir haben halt alle gehofft, dass das Wintersemester Präsenz wäre, also es war noch ganz am Anfang von der Corona-Zeit und dass auch selbst das Sommersemester eigentlich gar nicht so lange digital wäre. Wir dachten erstmal so am Anfang, okay, vielleicht 6 Wochen online und danach nach und nach wird sich das schon klären. Man wird es in der Uni so ausrichten, dass es möglich wäre, Präsenzunterricht zu haben, zumindest so einzelne Seminare oder wenigstens die Praktikas. Aber das ist ja total anders gekommen und ja, also das Wintersemester ist jetzt auch total digital und das ist einfach mega schade in dem Punkt, dass man einfach seine Freunde gar nicht mehr sieht. Also wirklich, Leute, die ich jeden Tag gesehen habe, sehe ich jetzt vielleicht alle 2-3 Monate einmal, wenn überhaupt. Und das ist echt richtig, richtig schade, weil man einfach so viel Zeit am liebsten gerne zusammen verbringen würde. Und jetzt ist das alles so weg und ja, ist halt, muss man halt durch aus dieser, also durch diese Zeit. Wie geht's euch eigentlich während Corona? Was hat sich bei euch in eurem Schul- oder Unileben verändert? Könnt ihr mir gerne unten in der Kommentarbox schreiben, ob ihr grundsätzlich Student seid oder Schüler seid oder Schülerin oder was ihr generell macht und eine Ausbildung oder was es auch alles gibt. Interessiert mich mega. Dann durch dieses Corona-Semester wieder ein Pro-Punkt, dass ich es geschafft habe, 8 Stunden, 7 Stunden durchschnittlich zu schlafen.
Weil in meinen Glow-Up-Diaries habe ich euch ja erzählt, dass ich immer während der Unizeit nur 6 Stunden oder so geschlafen habe. Und das hat sich komplett geändert dadurch, dass ich jetzt nicht immer um 6 Uhr aufstehen muss und um 8 Uhr die Vorlesung hören muss in der Uni, sondern sie jederzeit hören könnte. Und das ist halt mega cool, was mein Schlafrhythmus anbelangt. Dann, was ein Riesenthema war dieses Semester, waren bei uns an der Uni das Thema Freiversuche. Das war richtig krass heftig, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben mitbekommen, dass andere Unis das problemlos vereinbaren, dass es Freiversuche gibt. Und bei uns haben die gesagt, nö, machen wir nicht. Wo ich mir denke, wie kann das sein? Das war ja auch mega doof, weil ich habe das mitbekommen zum Thema Abitur, dass da gewisse Leute selbst innerhalb eines Bundes nicht einheitliche Regeln festlegen. Und ich finde, einheitliche Regeln, das sollte es immer bei sowas geben. Es kann nicht sein, dass eine Uni, die in einer anderen Kleinstadt da liegt oder in einer anderen Großstadt liegt, im selben Bund sogar, Freiversuche erlaubt und unsere Uni sagt, nö. Also finde ich halt richtig doof, weil Uni ist Uni, Student ist Student. Wenn es überall das Gleiche gibt zum Studieren, dann sollten auch die gleichen Prüfungsregeln gelten. Fand ich halt doof, sag ich euch ehrlich. Also ich persönlich hätte jetzt nicht unbedingt einen Freiversuch gebraucht, sag ich euch auch ehrlich, weil ich mir denke, ich bestehe immer irgendwie gerade noch so die Klausuren und falle jetzt nicht unbedingt immer durch, sondern es reicht schon noch so, dass ich noch durchkomme, zwar schlecht, aber immer noch durchkomme. Also hätte mir in dem Sinne einen Freiversuch jetzt nicht so viel gebracht, aber ja, anderen hätte es bestimmt geholfen, weil es gab so, so viele, die wollten das so sehr haben. Und es ist ja nichts Schlechtes. Also falls es mal so sein sollte, dass man doch mal nicht besteht, ist es ja gut, dass das nicht verwertet wird. Weil wegen der Corona-Zeit, ich kann es schon verstehen, dass sehr, sehr viele einfach zu Hause nicht so wirklich lernen konnten, dass sie privat vielleicht Probleme haben, dass sie mit dem digitalen Semester einfach nicht klarkommen. Und vor allem bei Erstis denke ich mir, die haben gerade absolut keine Ahnung, wie sowas abläuft. Und wenn sie dann vielleicht gar nicht so mit dem digitalen Semester klarkommen, überhaupt in dieses Uni-Leben reinzukommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die das unbedingt gebraucht hätten. Aber ansonsten, ja, wir haben immer noch keine Freiversuche. Aber was ich gut fand, war, dass man jetzt nicht mehr eine Woche vorher eine Klausur absagen muss, sondern auch einen Tag vorher das angekündigt absagen kann. Fand ich mega, mega gut, falls man doch irgendwie so einen Rückzieher machen wollte, sollte wegen Krankheitssymptomen oder wenn man es einfach mental nicht packt. Dann, was ich dieses Jahr zum ersten Mal sozusagen überhaupt erlebt habe, war, dass ich ein Seminar besucht habe, wobei das Seminar eigentlich auch mega spannend war. Also man musste eine Analyse dann schlussendlich abgeben. In Deutsch war das nämlich so. Und das hätte auch ins Staatsexamen reingezählt. Und ich habe dieses Seminar komplett belegt, besucht, immer meine Analysen, also meine Zwischenanalysen abgegeben und dachte mir so, eigentlich könnte ich mir schon vorstellen, da eine Prüfung abzulegen, weil das Problem ist einfach, dass das die allererste Hausarbeit ist, die überhaupt reinzählt in Germanistik bei uns im Staatsexamen. Aber es war auch eine komplett andere Art von Hausarbeit als je zuvor. Denn ihr musstet dann selber etwas analysieren und es war nicht so, dass ihr normalerweise irgendwas, was schon entdeckt wurde, über das es schon geschrieben wurde, in euren eigenen Worten zusammenfasst, sondern ihr müsst etwas Neues erschaffen mäßig. Und keiner hat uns so wirklich so erklärt, wie man das macht, also wie man richtig analysiert oder uns Musterbeispiele gegeben. Und bei meinen Zwischenanalysen, ich habe das Feedback relativ spät bekommen, habe ich dann erst schlussendlich erfahren, wie schlecht ich überhaupt so analysieren kann. Und konnte aber nicht so viel daraus lernen, wie ich tatsächlich analysieren muss. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann so, ja, das ist da nicht getroffen, das war hier nicht gut formuliert oder sonst irgendwas. Aber wie man es richtig macht, wurde uns halt auch nicht so wirklich gesagt. Und das fand ich halt mega schade, weil damit konnte ich halt jetzt nicht weiterarbeiten. Und ich habe mich dann auch schlussendlich nicht getraut, die Prüfung abzulegen in diesem Fach, weil ich mir dachte, okay, am Ende wird es eh schief laufen oder ich werde mit einer 4.0 oder so bestehen und das wollte ich halt jetzt nicht. Und
Ja, das war dann das erste Mal, dass ich ein Seminar komplett besucht habe, sozusagen umsonst, ohne dass ich dann tatsächlich etwas dafür bekomme und jetzt das nochmal neu machen muss. Aber egal, ich habe meine Erfahrungen gesammelt und das würde ich euch auch raten. Lieber macht ihr Seminare doppelt und schließt eure Prüfungen etwas ab, wo ihr euch sicher seid, wo ihr auch den Prof kennt, wo ihr wisst, okay, da weiß ich, was dieser Prof von mir möchte und ich kann das dem auch liefern, anstatt jetzt sich zu denken, okay, komm, ich mache das jetzt einfach und habe dafür zwar eine schlechte Note, aber dann ist es weg. Also so solltet ihr jetzt nicht durchs Studium gehen. Bleibt immer motiviert, denkt immer daran, dass ihr etwas im Leben erreichen wollt, dass ihr etwas im Studium erreichen wollt, dass ihr gute Noten erreichen wollt und das wird euch einfach weiterhin durch so eine lange Studienzeit auch motivieren. Zum Thema Motivieren und gute Noten. Leute, ich habe es geschafft, dieses Semester im Bereich Biologie eine 1-0 zu bekommen. Und bei diesem Fach geht es einfach auch darum, dass das ins Staatsexamen eingeht. Und ich bin einfach mega froh und glücklich darüber, weil ich ja sonst in Biologie nicht so gute Noten habe. Also Biologie ist unter diesen drei, vier Fächern das schlechteste Fach bei mir. Und es ist aber meine größte Leidenschaft. Und ich dachte mir so, boah, das ist so heftig für mich, oh mein Gott. Aber ja, also das ist auch echt krass gewesen in diesem Semester. Dann, ich habe dann jetzt ja vor kurzem erzählt, dass wir jetzt bald das neue Semester starten werden, also das fünfte Semester. Dieses Semester geht ja jetzt eigentlich fast zu Ende schon. Und für das neue Semester musste ich den Stundenplanbau machen. Und Leute, es hat einfach 10 Stunden gedauert. Ich war so am Struggeln, was ich wann wähle, wie ich was wähle. Und irgendwie habe ich mich so überfordert gefühlt. Noch schlimmer als im ersten Semester. Das war eigentlich echt unglaublich, weil ich es mir einfach nicht erklären konnte, warum das so bei mir ist. Boah. Echt, das war so heftig. Ich habe wirklich um 4 Uhr morgens noch mit Leuten gequatscht, wie ich da was wählen soll. Und ja, also ich bin immer so eine Person, die direkt um Mitternacht ihren Stundenplan macht. Und deswegen ist es total normal, nachts dann noch wach zu sein. Aber das war echt krass, weil ich wirklich den kompletten Tag damit verbracht habe. Und andere wählen so 20, 30 Minuten lang ihren Stundenplan und sind schon durch. Ich bin so neidisch auf solche Leute. Weil ich kann das irgendwie nicht. Irgendwie brauche ich immer so lange, weil ich immer den perfekten Stundenplan für mich haben möchte. Und ich bin echt zufrieden dieses Jahr, weil ich sogar einen Tag unter der Woche frei habe. Und ja, das ist halt echt cool. Dann habe ich halt, wie gesagt, sehr viele Klausuren ja verschoben. Die eine Klausur, die ich verschoben habe, das lag nicht irgendwie an mir, dass ich das nicht schreiben wollte oder so. Also klar, ich war jetzt nicht mega gut darauf vorbereitet, aber es war trotzdem so, dass ich es hätte schaffen können. Aber in unserer Online-Anmeldungsprüfungs-Homepage da, wegen unserer Uni, da stand einfach plötzlich ein Drittversuch. Und ich fand das mega doof, weil wir haben uns dann alle kurz vorher abgemeldet, weil wir uns dachten, okay, dann melden wir uns für den Drittversuch an. Und dann war das gar nicht so ein offizieller Drittversuch, sondern es war für zwei Leute, für zwei Studierende irgendeine Sonderleistung in derselben Prüfung, wo ich mir denke, dann nennt es doch nicht Drittversuch, nennt es doch Sonderleistung oder irgendwie sowas oder Ausnahmeregelung oder so. Und ach, das hat mich so aus dem Konzept gebracht, weil ich dann dadurch noch weniger CPs dieses Jahr erreicht habe und dadurch mehr Druck habe, nächstes Jahr umso mehr zu erreichen. Also fand ich echt nicht so cool, aber was soll man machen, ist halt passiert. Alles passiert halt aus einem Grund. Vielleicht schreibe ich jetzt nächstes Jahr die Prüfung umso besser. I don't know. Wünscht mir Glück. So Leute, dann habe ich noch ein paar kleine Punkte zu erzählen. Und zwar meine letzte Klausur war meine Ökologie-Klausur. Die habe ich jetzt Mitte Oktober geschrieben. Ich habe an dem Tag, also wirklich in der Nacht, um 4 Uhr morgens entschieden, dass ich die Klausur, die jetzt gleich in den nächsten 12 Stunden stattfindet, einfach tatsächlich schreibe, ohne zu schlafen. Also ich habe die Nacht durchgemacht. Das habe ich wirklich seit 2 Semestern nicht mehr gemacht. Und ich war so nervös, ob ich das schaffe, weil als ich das allererste Mal das gemacht habe, das war für die Mathe-Klausur, da hatte ich die Prüfung schon um 8 Uhr morgens. Und dieses Mal hatte ich die Prüfung um 15, 16 Uhr. Da muss ich halt konzentriert sein. Ich muss halt neben dem Wachsein auch wirklich bereit sein, diese Prüfung zu schreiben. Und wer mich kennt, weiß, dass ich halt wirklich Schlaf brauche, dass ich nicht so eine Person bin, die wirklich die Nächte durchmacht in dem Sinne, sondern ich schlafe halt nur sehr spät morgens ein. Und
Das war so heftig. Ich habe so lange dran gesessen, dass ich meine Lernzettel perfekt schreibe. Aber schlussendlich habe ich sie nur noch einmal durchgelesen. Also das war echt krass. Man schreibt und investiert so viel Zeit in Lernzettel und man schafft es einfach nicht von der Zeit, das sich durchzulesen, was mega widersprüchlich ist. Aber ja, Leute, ey, wenn ich die Nacht durchmache, das mache ich ab sofort nie wieder für eine Prüfung. Hoffe ich zumindest, dass ich da einfach daraus gelernt habe, dass mein Körper gar nicht damit umgehen kann. Also mein Appetit war voll gestört. Wenn ich schon an Essen gedacht habe, hatte ich schon so ein Kotzgefühl. Ich war so unter Koffein. Ich habe Kaffee, Red Bull, alles Mögliche getrunken, damit ich wach bleibe. Und mir ging es so schlecht. Ich hatte Bauchschmerzen. Mein Körper hat sich komplett gegen diese Prüfung gewehrt. Aber ich muss euch sagen, als ich die Prüfung geschrieben habe, die übrigens, also ich habe das Resultat noch nicht zurückbekommen, aber die Prüfung hat sich echt gut angefühlt. Also ich habe es nicht perfekt gemacht, aber es war die erste Prüfung sozusagen, die sich gut angefühlt hat, wo ich wirklich sicher war bei meinen Antworten, fast auch alles ausgefüllt habe und einfach mit einem guten Gefühl rausgekommen bin. Und ja, das hat mich echt glücklich gemacht, weil, wie schon gesagt, Biologie ist jetzt nicht einer meiner besten Fächer und sowas macht mich dann richtig glücklich. Und während der Prüfung hatte ich dann wirklich ein gutes Gefühl auch und war weg von meinem Abkratzgefühl. Und ja, also ich würde euch echt empfehlen, schlaft lieber gut von der Klausur, anstatt sowas wie ich zu machen, wenn ihr nicht damit klarkommt. Weil ich habe es gesehen, Nacht durchmachen geht einfach nicht bei mir. Und ja, daraus habe ich jetzt auch wirklich gelernt. Dann zum Thema Ferien. Also wirklich, ich habe jetzt nur 2 Wochen Ferien. Wie gesagt, am Anfang des Videos habe ich ja auch erzählt, dass ich einfach nicht dran gewöhnt war, jetzt wegen meiner Klausurenphase und wegen meiner Ferienphase YouTube-Videos zu drehen, so vor der Kamera zu sprechen. Deswegen sorry nochmal an der Stelle, falls das Video ein bisschen durcheinander gekommen ist. Und ja, also wirklich, ich habe Zeit für mich gebraucht, Me-Time, wo ich wirklich absolut nichts mache. Weil davor müsst ihr euch vorstellen, ich habe immer so Freizeitaktivitäten gemacht mit dem schlechten Gewissen, dass ich ja eigentlich noch lernen muss. Und dann hatte ich jetzt sozusagen Ferien und da hätte ich jetzt mich meinen Hobbys widmen können. Aber das ist für mich halt auch keine Entspannung in dem Sinne. Also Videoschnitt, Videodreh, Videoproduktion, das ist alles irgendwie auch eine Art Arbeit, wovon ich mich auch gerne erholen muss. Und ja, da habe ich jetzt diese 2 Wochen gehabt, habe einfach nur im Bett gechillt, habe mich mit ein paar Freunden getroffen. Vor allem jetzt auch, weil der zweite Lockdown ja kommt. Aber das seht ihr dann alles in meinem Jahresrückblick, wie das alles verlaufen ist während meines Lebens. Also meine Freizeitaktivität, mein Freundestreffen und so. Ja, und wollte halt einfach Zeit für mich haben. Und jetzt fange ich an, wieder YouTube-Videos zu drehen und hoffe, dass euch dieses Video auch gefallen hat. Also ja, das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank, dass du mir bis jetzt hier zugeschaut hast. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du mich noch nicht abonniert hast, dann gerne hier unten abonnieren. Die Glocke einschalten nicht vergessen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!